Ich habe einen Monat lang auf Korsika gelebt und dort Online-Psychologie studiert. Und ich dachte mir, ich zeige dir mal so meine Morgenroutine an einem Donnerstag, an dem ich Vorlesung hatte. Guten Morgen, ich hoffe, es geht dir gut. Ich habe gerade Sonnenaufgang. Also ich stehe immer so eine Stunde auf, bevor ich irgendwo sein muss. Also an dem Tag hatte ich um 9 Uhr Uni, aber ich bin schon um 7 Uhr aufgewacht, obwohl ich eigentlich erst um 8 Uhr aufstehen wollte, weil der Sonnenaufgang mich geweckt hat. Hallo, willkommen zu meiner Morgenroutine. Ja, und dann mache ich mich so langsam fertig. Ich habe mich erstmal angezogen. Ist ja bei Online-Uni ziemlich egal, was ich anziehe. Einfach irgendwas Bequemes. Dann habe ich mein Bett gemacht, was ich normalerweise sonst auch nicht mache. Aber auf Korsika ist es irgendwie super einfach, meine Bettdecke einfach auszuschütteln. Und dann habe ich noch gelüftet und dann ging es auch schon ab ins Bad. Ich musste mir nämlich meine Zahnspange rausnehmen, meine lockere, die ich noch tragen muss. Kontaktlinsen rein, Haare kämmen und Skincare. Ich benutze momentan die Formel Skin Produkte und ja, dann war ich auch schon fertig. Unten habe ich dann erstmal alles aufgemacht, also alle Vorhänge. Dann habe ich meine Wasserflasche nachgefüllt und ich musste dann noch aufräumen, weil ich an dem Vortag vergessen hatte, aufzuräumen. Ja, aber es hat nur 2 Minuten gedauert, also alles gut. Oh, ich habe gestern vergessen aufzuräumen. Aber ich glaube, es geht schnell. Da hinten ist noch mehr. Aber ich habe mich so einfach ein bisschen wohler gefühlt. Ja, ich bin ein ziemlich ordentlicher Mensch geworden. Verrückt, ne? Dann habe ich mir Frühstück gemacht. Ich esse am liebsten morgens Müsli, auch wenn es wirklich super nahrhaft ist, aber das ist einfach das Beste für mich. Am liebsten Hafermilch oder Mandelmilch. Ich trinke nämlich seit mehreren Jahren schon keine Milch mehr, weil es meine Akne immer sehr verschlimmert hat durch die ganzen Hormone in der Milch. Dann habe ich mich auf diesen super bequemen Sessel gesetzt und weiter in den Sonnenaufgang geschaut. Es war so ein traumhaft schöner Morgen, also perfekter könnte es gar nicht sein. Sehr großer Zufall, dass ich an dem Morgen genau gefilmt habe. Das ist mein Frühstück, wieder das Müsli, zwei Mandarinen. Ich glaube, ich mache mich später noch einen Smoothie, aber ich bin heute einfach viel zu früh wach. Okay, während ich jetzt esse und den Sonnenaufgang weiterschaue, lese ich mir WhatsApp-Nachrichten durch und gehe hauptsächlich darauf ein und auf Instagram-DMs. Also das versuche ich so morgens zu machen. Vor allem gucke ich, ob mein Management irgendwie oder mein Manager irgendwelche Fragen hat oder ob ich irgendwelche Kooperationen heute drehen muss oder vorbereiten. Da passiert ja bekanntlich mehr im Hintergrund, als man sieht. Ja, und das mache ich jetzt für so 15 Minuten und dann. So, die Sonne ist jetzt endlich wach. Ich schminke mich jetzt. Und zwar mache ich die gleiche Make-up-Routine wie eigentlich jeden Morgen. Ich versuche mich eigentlich jeden Morgen fertig ma zu machen. Ob mit Make-up oder ohne, ist scheißegal. Hauptsache ich fühle mich wohl. Und ich werde einmal kurz meine Make-up-Routine gleich zeigen. Okay, ich mache mir jetzt Love is Blind auf Netflix an. Die haben nämlich eine neue Staffel und ich freue mich voll drauf. Ich bin halt einfach eine Stunde vor meinem Wecker aufgewacht, deshalb habe ich voll viel Zeit. Als erstes benutze ich den Hollywood Flawless Filter von Charlotte Tilbury. Den so, kann man eigentlich unter Foundation tragen, aber ich trage den manchmal auch einfach so auf, weil der sehr glowy ist und ach, ich liebe es einfach. Darunter habe ich, by the way, immer noch ein Serum und zwar ist das von Truly und heißt Blueberry Kush CBD Face Oil. Dann benutze ich von Charlotte Tilbury den Beautiful Skin Radiant Concealer. Ja, ich mag Charlotte Tilbury momentan ganz gerne und teste alles Mögliche aus. Um alles zu setten, benutze ich das Airbrush Puder in Transparent mit diesem Real Technique Pinsel. Dann als nächstes benutze ich auch von Charlotte Tilbury den Hollywood Contour Wand in Fair Medium. Für meine Augenbrauen benutze ich den Got2b Augenbrauenkleber, der ist echt sehr gut. Ach, und ich benutze noch von BH Cosmetics eine Blush Palette und davon einfach einen gewissen Blush, einen sehr dunkelroten. Und dann als letztes noch von Charlotte Tilbury, die Pillow Talk Push-Up Lashes Mascara. Okay, 5 Minuten später, ich bin fertig. Ready for the day eigentlich. Ich gucke jetzt auf meinem Laptop weiter und gehe ich nochmal ein bisschen die Notizen für die heutige Stunde in einer halben Stunde durch, weil ich die schon letzte Woche gemacht habe. Dann habe ich gleich Vorlesung von 9 bis 11:30 Uhr. Okay, ich habe mir jetzt noch ein bisschen die Notizen durchgelesen und ein paar Sachen markiert und dabei weitergeguckt. Es ging auch beides gleichzeitig. Jetzt ist schon 9:15 Uhr. Das heißt, ich muss jetzt noch hochgehen, Zähne putzen und dann fängt meine Vorlesung an. Das ist jetzt mein Setup, also hier ist mein iPad und hier ist mein MacBook und da mache ich gleich das Meeting an.
Und nebenbei lese ich da meine ganzen Notizen. Ja. Aber davor fülle ich mal noch meine Flasche auf. Das ist nämlich 1,3 Liter und ich versuche die während der Vorlesung zu trinken. Beziehungsweise so bis Mittag. Dann habe ich nämlich die ersten 1,3 Liter schon drin. Und dann später, wenn ich ins Gym gehe, möchte ich noch die anderen 1,5 Liter trinken. Und dann habe ich genug getrunken. Übrigens, ich habe mir Notion eingerichtet. Ich kann dazu gerne mal ein Video machen, weil das meiner Meinung nach komplizierter ist, als ich dachte. Hier ist wirklich alles drin. Ich habe meine ganzen Podcast-Folgen geplant. Ich habe hier so einen richtig detaillierten Travel-Planner. So sieht der aus. Habe ich so eine Packliste. Ich liebe dieses Ding. Wie gesagt, ich muss dazu, glaube ich, mal ein Video machen, sonst schau dir gerne einfach mal Videos von anderen dazu an. Die haben das ganz gut erklärt. Ja. Und jetzt update ich aber erstmal meine Woche hier unten. Und auf meiner Uni-Seite ist ja auch mein Stundenplan. Und da kann ich gleich einfach draufklicken. Und dann habe ich meine Stunde. Ach nee, die habe ich. Da habe ich meine Stunde und dann komme ich direkt in den Raum. Aber ich habe noch 6 Minuten. Ja. Mal eure Videos anmachen. Ich sehe, Lukas hat sein Video schon an. Also sowas wie das Kinder am Daumen lutschen zum Beispiel oder auch das mit dem Einnässen, was wir gehört haben. Meine Vorlesung ist vorbei und jetzt geht's ab ins Gym. Und ich denke mal, ich nehme dich da auch einfach mit. Es zählt rein theoretisch nicht mehr zu meinem Morgen, aber es zählt so zur ersten Hälfte meines Tages. Und rein theoretisch ist es erst 11.30 Uhr. Also vielleicht ist es noch für dich morgen. Ja, Update zu meiner Flasche. Ich habe noch 300 Milliliter übrig, also ich habe schon 1 Liter getrunken. Ich habe erstmal vor in der Vorlesung komplett auf meinen Top gekippt. Ja, let's go ins Gym! Es ist Leg Day und ich freue mich so sehr. Ich bin hyped. Okay, ich habe Wasser, Handtuch, Deo, Kopfhörer. Ich glaube, das war's. Ich habe übrigens diese Spotify-Socken an und die sind so bequem. Einmal nochmal kurz Outfit-Check. Ich habe diese Shorts von AIM Sportswear an. Die gehören nach voll von mir, aber sie hat die hier gelassen. Dann habe ich dieses Oberteil von Teveo. Ich habe da einfach einen Make-up-Fleck drauf. Ich weiß nicht mal warum. Ich bin ready. Ich fühle mich so gut. Ich habe einfach so einen hohen Zopf gemacht. Pretty. Ready to go. Die Sonne scheint, 25 Grad. Life is good. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Hello aus dem Voiceover. Ich dachte, ich nehme dich mal mit durch meinen Leg Day. Ja, also ich habe heute Beine und Po trainiert. Als erstes habe ich mich einmal aufgewärmt. Die nennt man Goblet Squats und ich mache die immer auf so einer 15 Kilo Platte, weil ich recht lange Beine habe und sonst komme ich nicht so tief runter. Und dann versuche ich so 12 Wiederholungen zu machen, aber ich bin da mal ziemlich heftig aus der Puste, weil es doch anstrengender ist, als man denkt. Dann habe ich rumänisches Kreuzheben gemacht, aber ich möchte es gar nicht zeigen. Es war absolut grausam, die Form an dem Tag. Ich weiß auch nicht, normalerweise gelingt mir das ganz gut, aber das war absolut Katastrophe. Deshalb ignorieren wir das heute einfach. Danach habe ich Hip Thrusts gemacht und ich habe mich an 60 Kilo angetraut, was ich vorher noch nie gemacht habe. Ich traue mich generell sehr selten an neue, schwerere Gewichte, weil ich immer Angst habe, dass meine Form nicht gut genug ist, also meine Ausführung, dass ich mich irgendwie verletzen könnte, wenn ich zu schnell zu hoch gehe. Aber ich habe die 60 Kilo easy geschafft, hatte danach fetten Muskelkater, aber ja, da habe ich Beinstrecker gemacht, absolut gute Übung. Ich habe die erst vor ein paar Monaten entdeckt. Meine Oberschenkel sterben dadurch. Man sieht doch minimalen Muskelansatz, oder? Minimal. Und dann war es auch schon vorbei. Ging recht schnell rum. Man muss auch nicht zu viel machen. Das hat sich gut angefühlt, genau richtig. Und danach, um meinen Körper so ein bisschen auszustretchen und auch um meine Griffkraft zu trainieren, versuche ich so lange wie möglich einfach hängen zu bleiben. Ich schaffe momentan nicht mehr als 15 bis 20 Sekunden, aber das reicht komplett. Ja, und das war mein Leg Day. Au, 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 au. Ich laufe rück. Ich bin fertig. Meine Beine sind tot. Absolut tot. Ich bin jetzt aus dem Gym da. Meine Beine tun mir richtig doll weh. Also es war echt gut, aber es tut richtig doll weh. Und ich mache mir jetzt einen Smoothie und esse die Nudeln von gestern. Ich wünschte, ich hätte irgendwie Proteine hier. Aber dann müsste ich erstmal einkaufen gehen. Darauf habe ich jetzt keine Lust. Und außerdem habe ich, wie gesagt, noch die Nudeln. Ja, nicht so gut für meine Muskeln, aber egal.
Wow, mein Essen sieht so mickrig. Aber es ist halt lecker. Ein Smoothie mache ich mir gleich. Ich bin so müde und faul gerade. Okay, und jetzt brate ich gerade mein Knoblauch und Olivenöl an. Und dann mache ich dann die Baguette-Ding rein. I'm so into you. I just love you. I haven't even seen you or talked to you or... Gosh, I don't... What? Either. Never. Okay, irgendwie habe ich vergessen, ein Ende zu filmen. Ich hoffe, dass dir die Morgenroutine gefallen hat. Ich würde sowas gerne nochmal machen. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.